Thank you.
Wir haben das halt einfach wirklich gar nicht erwartet. Das ist überwältigend. Das ist so schön. Also, ich kann einfach wirklich nicht viel sagen. Nur so, wir haben wunderschöne Zeit erlebt. Meran war ganz spannend. Und wir durften das so ein paar dürfen feiern mit ein paar Gästen, die mit uns gekommen sind. Wirklich ganz, ganz lustig gehabt. Ich habe natürlich auch nicht gedacht, dass wir gewinnen. Was sie nachher haben, die Rangverkündigung, das heisst, sie müssen jetzt alle Interpreten auf die Bühne. Und dann sind alle auf die Bühne. Und zuletzt sind Jenny und ich auch noch auf die Bühne gegangen. Aber wir sind gerade hinten auf die Bühne gesessen. Jetzt sollen die das oben haben, die Rangverkündigung. Dann können wir dann wieder anheben. Jetzt heissen und im dritten Rang ist aus Deutschland, Dings da aus und dann hat es gewesen im zweiten Rang, aus dem Südtirol, dann hat es gewesen und nun zum ersten Rang, die Sieger kommen aus der, wenn ich sehe, und dann hat Irene die Boxer gerade gesagt, aus der Schweiz. Dann ist das so gewesen. Was einfach mich ganz, ganz fest freut, dass ich es mit dem Genia machen konnte. Ihr wisst vielleicht meine Lähmungskrankheit da. Es ist wieder eine Schule gekommen. Jetzt gerade in der Herbst oder vor der Herbstferien. Ich kann fast nicht mehr Trompete in den Händen haben. Ich habe auch sehr genug da, nur für das Stückchen zu spielen. Und ich weiß nicht, wie lange dass ich das noch machen kann. Und Genia und ich werden nicht auf der Bühne stehen. Auf der Bühne steht, wo ich weiterhin mit meinen Kollegen mit dem Rino gekommen bin. Aber jetzt etwas mit dem Jenny zusammen können machen, das ist wohl einmalig. Und wir haben nur einen Auftritt und der ist im Altersheim an der Weihnachten.